Väterchen Frost. Väterchen Frost ist eine Sagengestalt aus dem Russland und anderen slawischen Ländern. Man findet Väterchen Frost oder Großväterchen Frost in Russland, in Litauen, in Estland und auch in anderen östlichen Ländern. Väterchen Frost beschenkt die Kinder an der Neujahrsnacht. Väterchen Frost hat große Ähnlichkeiten mit dem Nikolaus. Der Nikolaus wird ja verehrt oder sein Fest wird gefeiert am 6. Dezember. Er hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Weihnachtsmann, der ja um Weihnachten aktiv ist und den Kindern die Geschenke schenkt. Väterchen Frost ist eben derjenige, der in der Neujahrsnacht die Kinder beschenkt. So kann man sagen, es gibt diese drei Gestalten, die alle im Dezember kommen. Da gibt es eben Nikolaus, 6. Dezember, Weihnachtsmann, Father Christmas, 24. bis 25. Dezember und Väterchen Frost am 31. Dezember. Insbesondere nach der russischen Oktoberrevolution war es ja verboten, dass man christliche Bräuche feiert. Und so wurde einfach Väterchen Frost noch populärer, hat einen dicken weißen Bart, führt ein magisches Zepter. Er wohnt tief in der Taiga, er ist sehr naturverbunden und er fährt einen Schlitten, der von Rentieren gezogen wird. Und das ist die sogenannte Troika, die drei Schimmel oder die drei Rentiere, die den Schlitten ziehen. Väterchen Frost ist also eine Art Personifikation des Winters. Väterchen Frost ist aber gleichzeitig derjenige, der die Liebe und das Gute symbolisiert. Eventuell hat sich in der Gestalt des amerikanischen Weihnachtsmannes einiges von Väterchen Frost mit verbunden.